Christoph, wenn ich dich bitten darf. Danke sehr. Grüß euch. Ich bin der Christoph aus Hollabrunn aus Niederösterreich und ich habe einen Aufsatz geschrieben. So. Also Gedanken zum Frieden. Kurzer historischer Exkurs. Solange Frieden wie zur Zeit des Eisernen Vorhanges durch Europa hatten wir noch nie. Wir hatten ja nach dem Fall dieses Vorhanges relativ bald die Jugoslawienkriege. Zitat: Es gibt keinen Weg zum Frieden hin, sondern Frieden ist der Weg. Diese Worte stammen aus dem Mund eines gescheiten Mannes. Von wem ist nicht so wichtig. Zitat: Die Seelen von Kaisern und Schustern sind aus derselben Form gegossen. Der Grund für unseren Streit mit einem Nachbarn ist derselbe, der zwei Fürsten zum Krieg veranlasst. Dieses Zitat aus dem Mittelalter möchte ich ein wenig interpretieren. Streit ist etwas ganz Natürliches. Wenn zwei Nachbarn streiten, dann streiten eben zwei Nachbarn. Wenn aber zwei Fürsten, in die heutige Zeit umgelegt, zwei Präsidenten, Staatschefs oder Regierungen miteinander streiten, dann kann das mitunter zu Krieg führen. Und dann sind im Gegensatz zum ersten Beispiel nicht nur zwei Nachbarn, sondern zwei Völker, Volksgruppen oder Nationen im Streit, Krieg miteinander. Und das Verhältnis ist oft nicht nur 100 zu 1, sondern Millionen zu 1 oder schlimmer. Alleine von diesem Standpunkt aus wäre es vielleicht sinnvoller, kleine nationale oder regionale Strukturen zu bilden. Mit national meine ich nicht die Nationalstaaten von heute. Weder Deutschland, Frankreich oder Spanien sind in meinen Augen Nationalstaaten. Eine Definition von Nation ist Schicksals- und Sprachgemeinschaft. In Bayern reden die Leute anders als in Preußen oder Sachsen. Das Friesische ist sogar eine eigene Sprache. In Frankreich reden manche Menschen in der Bretagne Bretonisch, was eine keltische Sprache ist. Im Süden gibt es Basken und die baskische Sprache ist nicht einmal Indogermanisch. Hier wären wir schon in Nordspanien, denn auch hier gibt es Basken. Der Rest von Spanien hat auch nicht nur eine Sprache. Hier gibt es neben Spanisch auch katalanische und galizischsprachige Regionen, um nur einige zu nennen. Auch der Begriff Nation für Österreich. Auch könnte der Begriff Nation für Österreich überdacht werden. Ich sage nur Vorarlberg, Tirol, Niederösterreich. Das römische Imperium, ebenso das Kaiserreich Österreich, später Österreich-Ungarn, sind in erster Linie nicht wegen des Krieges zusammengebrochen. Natürlich, ich weiß schon, so wird es gelehrt und es ist nicht völlig unwahr. Aber der Grund war vielmehr, dass zu viele Völker unter einem Banner vereint waren. Daher rühren diverse Unruhen und Aufstände, die zu Instabilität in diesen Reichen führten. Ähnliches kann man über die EU sagen. Viele sagen zwar, die EU eint Europa, aber wenn die Griechen Frau Merkel mit Hitler, Bart und Hakenkreuz auf der Straße darstellen, Spanier den Deutschen die Schuld an ihrer Lage geben und in Italien geht es auch nicht ruhig vonstatten, dann kann man das doch nicht zusammenschweißen nennen, was in Europa passiert. Natürlich, uns Österreichern geht es gut, aber vielleicht sollten wir in die Welt blicken. Die Situation in der Ukraine ist nicht ganz ungefährlich. Die US-Administration schreibt uns vor, wie wir mit den Russen umzugehen haben. Dabei liegt Russland in unserer Nachbarschaft. Vielleicht sollten wir hinübergehen und mit ihnen reden, ohne dass wir das zuvor mit der EU oder den USA abgesprochen haben. Das kann jeder für sich machen. Dann sieht man schnell, ob der Russe wirklich so böse ist. Amerika liegt im Gegensatz zu Russland nicht in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Wirtschaftliche Sanktionen seitens der EU gegen Russland wären schädlich, aber nicht nur für Russland, sondern auch in hohem Maße für die EU. Ich kann mir sogar vorstellen, dass solche Sanktionen für Europa schädlicher wären als für Russland. Auch vertritt Herr Putin und seine Regierung nicht die russischen Völker. Ebenso wenig unser Präsident Heinz Fischer die Österreicher. Dasselbe kann man von Frau Merkel sagen, aber auch von Berlusconi, Barroso oder wie sie alle heißen. Weiter sind bei weitem nicht alle Meinungen vertreten in den Parlamenten. Es gibt links, Mitte, rechts und Mitte, links, Mitte, rechts. Aber es gibt noch auch Meinungen außerhalb dieser eindimensionalen Achse. Das Leben ist dreidimensional vom Raum her. Und dann gibt es noch die Dimension der Zeit. Die Parteien, die uns vertreten, sind alle im Rahmen dieses Systems. Keiner steht für ein anderes System. Zum Beispiel Umweltschutz bin ich voll dafür, aber die Parteien für Umweltschutz kann ich trotzdem nicht wählen, weil sie im Rahmen dieses Systems sind und in diesem System ist Umweltschutz gar nicht möglich. Danke. An
dieser Stelle werde ich das ein bisschen verständlich ausdrücken. Bei jeder Partei steht Wachstum im Programm. Ich stelle die Fragen, wie lange noch? Bis wohin wollen wir wachsen? Ist ewiges Wachstum auf unserem Planeten möglich? Ich sage ganz klar, nein. Jeder Gärtner, Bauer, Viehzüchter oder Mensch mit Hausverstand sieht klar, ewiges Wachstum ist nicht möglich. Zitat: Jeder, der an ewiges Wachstum glaubt, ist entweder ein Dummkopf oder ein Ökonom. Und soll weiß gemacht werden, stetiges Wachstum, bis unser Erdball es nicht mehr schafft. Zurück zu den Parteien für Umweltschutz. Auch bei ihnen steht Wachstum im Programm. Aus diesem Grund nicht mit mir. Noch ein Wort, das mit Sicherheit in allen Parteiprogrammen steht. Arbeitsplätze. Ich stelle die Frage, brauchen wir das wirklich? Ich sage nein. Zitat: Die Maschinen nehmen uns die Arbeit weg. Na Gott sei Dank. Die Arbeitslosigkeit ist in meinen Augen ein Erfolg des letzten Jahrhunderts. Warum? Früher hat es Arbeitslosigkeit in diesem Ausmaß nicht gegeben. Es ist ein Erfolg des technischen Fortschrittes. Sinnvolle Vollbeschäftigung ist eine Utopie. Nur Vollbeschäftigung ist eine Dystopie. Dies ist eine Weltvorstellung, wo es grundsätzlich schlecht ist. Warum sollten wir die gesteigerte Produktionsleistung nicht in weniger Arbeitszeit investieren, anstatt mehr zu produzieren? Genug haben wir ja. Genug haben wir bereits, auch wenn die Werbung sagt, wir bräuchten noch etwas mehr. Vielleicht sollten wir zu einer vernünftigen Versorgungsökonomie zurückkehren und allfällige Luxusgüter nach Bedarf nicht auf Vorrat zu produzieren. Wenn wir das produzieren, was die Leute haben wollen, in dem Ausmaß, wo sie es haben wollen, dann ist doch das Dogma der Preisfindung mit Angebot und Nachfrage egal. Dann kosten die Güter Material und Arbeitsaufwand, also dem tatsächlichen Wert entsprechend. Wenn nicht jeder arbeitet, woher bekommt er das, was er braucht? Bedingungslose Grundversorgung ist das Mindeste. Wenn die Wirtschaft gut läuft, dann gibt es auch den einen oder anderen Luxus für den nicht arbeitenden Teil der Bevölkerung. Oder sollte ich sagen, der Teil der Bevölkerung, der für seine Arbeit kein Geld bekommt. Das könnte man über das bedingungslose Grundeinkommen regulieren. Wenn in unserem System ein Betrieb pleite geht, müssen die ehemaligen Mitarbeiter sparen. Das heißt, sie geben nicht zu viel Geld aus. Und das schadet anderen Betrieben in unserem System. Dies trägt auch zu dem in unserer Systematik existierenden Konjunkturzyklus bei. Ein kleines Beispiel für ein anderes Problem unseres Systems aus Das Ende des Geldes von Franz Hörmann und Ottmar Bregetta. Zu einem Dorf mit 10 Einwohnern, die in kooperativer Wirtschaft zusammenarbeiten, jeder macht das, was er kann und teilt es mit den anderen, kommt ein Bankier mit einem Sack mit 100 Goldmünzen und erklärt ihnen, wie rückständig sie doch ohne Geld seien. Er gibt einem jeden von ihnen 10 Münzen als Kredit mit einem Zinssatz von 10% über ein Jahr. Schnell müsste auffallen, dass er von jedem 11 Münzen zurückverlangt, also insgesamt 110 Münzen verlangt. Achtung, da geht sich etwas nicht aus. Entweder einer geht pleite, damit es zumindest 9 schaffen, aber es geht sich nie für alle aus. Dieses Beispiel ist nicht weit hergeholt. Unser Geldsystem funktioniert ähnlich. Wie und wo entsteht Geld? Bei Geschäftsbanken oder Kreditinstituten, wenn sie einen Kredit vergeben. Sie brauchen zwar einen Mindestreservesatz von einigen Prozenten, aber der Rest des Geldes entsteht bei der Kreditvergabe aus Luft bzw. Schulden. Fiat Money, der Fachausdruck für unsere Geldschöpfung. Der Begriff ist nicht weithin bekannt. Er bedeutet so viel wie es werde Geld. Es werde Geld. Nach den ersten Worten der Bibel, Fiat Lux, auf Latein, es werde Licht. Der Glaube, die Nationalbanken bzw. die EZB drucke das Geld, ist zwar nicht falsch, aber der kleinere Teil der Wahrheit. Das meiste Geld entsteht in der oben erklärten Chiralgeldschöpfung. Es gibt nur knapp 10% des Chiralgeldes als echtes Geld, was so viel heißt wie, wenn jeder auf der Bank sein Geld abheben will, in bar abheben will, bleiben 90% des Geldes am Konto, weil es nicht so viel Bargeld gibt. Und die Zinsen, die bei der Kreditvergabe verlangt werden, entstehen auch nicht mit, was so viel heißt wie, der, der seine Schulden mit Zinsen zurückzahlt, hat die Zinsen von einer anderen Person abgenommen. Wir können uns glücklich schätzen, dass der Staat anstelle von Menschen diese Schulden übernommen hat. Wenn alle Staaten alles Geld aufwenden würden, um die Schulden zurückzuzahlen, dann gibt es kein Geld mehr. Aber die Schulden sind noch nicht alle bezahlt. Dieser Sachverhalt ist einfach zu erklären. Frau Meier arbeitet in meinem Garten 2 Stunden. Ich bezahle sie mit einem Gutschein, der ihr ebenso 2 Stunden Arbeit verspricht. Sie kauft im Ort etwas und sagt, ich habe kein Geld, nehmen Sie auch das. Der andere sieht sich den Gutschein an und sagt, ja, das ist unser Geld, ein Schuldschein, der weitergereicht wird. Dieser Gutschein geht im Ort um und schließlich sagt jemand,
dass er diese 2 Arbeitsstunden von mir bräuchte. Er geht zu mir und will den Gutschein einlösen. Da es ja meiner ist, mit Unterschrift, gehe ich mit ihm mit und helfe ihm 2 Stunden. Am Ende zerreiße ich den Gutschein, da ich ihn ja erfüllt habe. Die Schuld ist getilgt. Wenn also jeder Staat seine Schulden bezahlt hat, gibt es kein Geld mehr für den Wirtschaftskreislauf. Und das ist schlecht. Wir brauchen positives Geld, das nicht aus Schulden entsteht, im Rahmen eines vernünftigen Geldsystems. Zurück zum Wachstum, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Und eigentlich geht es ja um Frieden, aber das hat einen direkten Zusammenhang. Zuallererst, warum brauchen wir Wachstum? Wegen des Zinses, damit man entsprechend des Zinssatzes zumindest wächst, um diesen zurückbezahlen zu können. Wir brauchen sogar exponentielles Wachstum, weil wir Zinseszins haben. Bei einem Wachstum von 5% pro Jahr verdoppelt sich zum Beispiel die Wirtschaftsleistung alle 30 Jahre. Das heißt, wenn wir mit 1 beginnen, haben wir nach 30 Jahren 2, nach 60 Jahren 4, nach 90 Jahren 8, 120 Jahre 16, 150 Jahre 32 und so weiter. Am Anfang von 1 auf 2 ist noch kein großer Sprung. Aber von 90 auf 120 Jahre, von 8 auf 16, alle ca. 80 Jahre kommt es zu einer Wirtschaftskrise erheblichen Ausmaßes, denn die Wirtschaft schafft auf Dauer kein exponentielles Wachstum. Dies ist auch ein Grund für den Konjunkturzyklus. Man erreicht nach Kriegen hohe Wachstumsraten, aber das ist nicht verwunderlich. Wo alles kaputt ist, kann man leicht Neues bauen. Der Zweite Weltkrieg war für die USA, die zu der Zeit wirtschaftlich am Boden war, aus wirtschaftlicher Sicht das Beste, was passieren hätte können. Die Rüstungsindustrie wurde angekurbelt, Arbeitsplätze dadurch geschaffen. Nach dem Krieg macht die Bauindustrie hohe Gewinne. Solange die Wirtschaft wachsen kann, ist unser Wirtschaftssystem nicht schlecht. Aber für einen nachhaltigen Frieden ist es nicht geeignet. So traurig es klingt, Krieg ist in diesem System nicht wegzudenken. Deswegen bin ich für ein sinnvolles Geldsystem, kein verzinstes Schuldgeldsystem. Eines, in dem Frieden nachhaltig und dauerhaft sein kann. Im Mittelalter haben der Papst und die Kirche Zinsen verboten, was ich aus heutiger Sicht sinnvoll und gut finde. In mehreren Konzilien ist Zins in jeder Höhe als Wucher definiert worden und somit als Sünde. Dann jedoch haben sich der Papst und die Kirche einer sinnvollen Lösung abgewandt und das Zinsverbot aufgehoben bzw. aufgeweicht. Aber ich stehe hier und sage, Zinsen, nein danke. Ich würde nie auf die Idee kommen, Zinsen auf hergeborgtes Geld zu verlangen. Ich habe sehr viele Themen angeschnitten. Ihr könnt gerne mit mir darüber reden, aber einstweilen ist mein Vortrag zu Ende. Ich bin für Frieden und ich hoffe, ihr auch. Christoph Arbes. Super, vielen Dank, Christoph. Wahnsinn.